Meine Eltern sind mit meiner Schwester und mir vor fast 30 Jahren hier in dieses Haus nach Fleggeby gezogen. Und meine Eltern haben dann das Haus renoviert, fertig gemacht und kurze Zeit später dann auch mit Jugendhilfe hier angefangen. Das war eine sehr turbulente Zeit. Das war aber auch eine sehr schöne Zeit, eine sehr lehrreiche Zeit. Wir haben 2010 dann die Faro Göteby gegründet, mit meiner Mutter Ulrike Keidel zusammen, haben die Einrichtung immer weiter ausgebaut und können inzwischen auf fast 30 Jahre Erfahrung zurückgreifen. Wir haben Kinder und Jugendliche hier, die Probleme in ihrem sozialen Umfeld haben, oder auch Familien und Eltern, die unsere Unterstützung benötigen. Die FAWO Göteby macht vor allem aus, dass wir familienorientiert arbeiten. Dabei verfolgen wir den alltagsorientierten Ansatz. Wir haben gemeinsame Mahlzeiten, gemeinsame Gruppenaktivitäten, die uns sehr wichtig sind. Wir sind eine sehr kleine Einrichtung im Gegensatz zu anderen Trägern. Und das gibt den Kindern einfach die Möglichkeit, Bezug zu den Erziehern aufzubauen. Uns ist es wichtig, dass die Kinder ihre Konflikte mit unserer Unterstützung lösen können. Manchmal ist es so, dass viel Stress aufkommt und auch danach so eine Auflösungsphase entstehen muss. Das heißt, sie werden dann auch mal in den Arm genommen, damit sie merken, mir geht's wieder gut, die Situation ist aufgelöst. Und sie einfach spüren zu lassen, dass sie was wert sind, damit sie sich hier wohlfühlen können und damit sie hier auch ihr Leben bestreiten können. Da Fleggeby sehr ländlich gelegen ist, genau zwischen Eckernförde und Schleswig, können wir den Jugendlichen viele Freizeitaktivitäten anbieten, die vor allem draußen stattfinden. Wir haben einen Reithof nebenan, wo therapeutische, aber auch so spielerische Maßnahmen mit dem Pferd stattfinden. Wir haben die Schlei direkt vor der Nase. Wir selber sind auch gerne am Strand, nutzen aber auch hier gerne den Pool, den die Kinder mit unserer Dienstältesten zusammen aufgebaut haben. Der wird gerade in den heißen Sommertagen doch sehr intensiv genutzt. In der Außenstelle Bußdorf bringe ich den Jugendlichen, jungen Erwachsenen Selbstkompetenzen bei und vor allen Dingen auch, wie sie ihren Alltag organisieren und strukturieren können, damit sie nämlich dann fürs spätere Leben in ihrer eigenen Wohnung auch solche Kompetenzen schon mal durchlaufen haben. Bußdorf ist so aufgeteilt, dass meine Lebenspartnerin und ich in einem Haus leben, die Jugendlichen in dem anderen, aber diese beiden Häuser sind miteinander verbunden. Wir haben hier in Fleggeby die Möglichkeit, Werte, Normen, Regeln und so weiter so zu vermitteln, dass sie sie später in Bußdorf anwenden können und trotzdem noch von uns Unterstützung bekommen, jeden Tag, aber sich eben ausprobieren können. Und das finden wir ganz wichtig, um später selbstständig im Leben dann auch zurechtzukommen. An meiner Arbeit liebe ich die Herzlichkeit, die Dankbarkeit der Kinder, aber auch die Dynamik, dass jeder Tag ist anders. Es kommt immer wieder was Neues auf einen zu, eine neue Herausforderung. Und diese Herausforderung mit den Kindern dann auch zu bewältigen, ist einfach schön zu sehen, dass sie die Erfolge haben. Deren Erfolge sind auch unsere Erfolge. Früher hatte ich halt extrem Druck. Ich saß 5 Stunden täglich ungefähr an den Hausaufgaben. Und jetzt habe ich vor allen Dingen durch die Hilfe der Betreuer es einfacher und schaffe die Hausaufgaben jetzt innerhalb 1 oder 2 Stunden. Man sollte schon seine eigene Meinung behalten, aber sich auch unterstützen lassen. Auf jeden Fall lernen, sich selber aufzuschließen im Grunde genommen, dass man offen ist für andere. Ich war früher sozusagen ein verschlossenes Buch, heutzutage bin ich eher wie ein offenes Buch. Es ist einfach eine etwas größere Familie. Ich habe sozusagen mein Zuhause gefunden, das ich immer haben wollte.